Hallo und herzlich willkommen an einem wunderschönen Herbsttag bei uns in Stowe. Mein Name ist Markus Günther von Togo Reisemobile und das ist ein Pössl Road Cruiser Revolution. In dem heutigen Video zeigen wir euch alle Details zu dem Road Cruiser Revolution mit seinem elektrisch höhenverstellbaren Einzelbetten hinten, mit seiner mega Stehhöhe und insgesamt dem tollen Grundriss und der tollen Ausstattung. Dieser Wagen wird danach bei uns in der Werkstatt noch richtig schön veredelt mit großem Navigationssystem, Solaranlage, Markise und allem, was dazugehört, elektrisches Abwasserventil. Und da der Road Cruiser Revolution auch so ein bisschen Gewichtsthemen hat, wiegen wir das Fahrzeug. Das alles zeigen wir euch aber in dem zweiten Video zu dem Road Cruiser Revolution. Damit ihr das nicht verpasst, lasst euch denkt dran, hier unter dem Video auf Abonnieren klicken, dann bei der Glocke alle Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft über alle Videos informiert werdet, dann bekommt ihr Teil 2 zu sehen. Ja, wer ein paar Bilder von dem Auto haben will, dem sei noch unser Instagram-Account ans Herz gelegt, also folgt uns auch dort, einfach @togoreisemobile findet ihr uns schon. Aber heute wünsche ich euch ganz viel Spaß mit allen Details zum Pössl Road Cruiser Revolution in Campovolo Grau. Viel Spaß! Herzlich willkommen. Haben euch die ersten Eindrücke auch so gut gefallen wie mir? Ich finde es ein richtig schickes Auto und vor allem kann der Road Cruiser Revolution von Pössl ein paar Dinge, die sonst kaum ein Fahrzeug kann. Wir haben hier ein Fahrzeug, 6,36 Meter ist er lang, 2,83 Meter ist er hoch und in der Breite ist er im Katalog mit 2,05 Meter angegeben. Das heißt, es ist ein stattliches Ausmaß und wir haben den Ducato oder wahlweise auch den Citroën Jumper als H3 Jumbo-Kasten, also das längste und größte, was es in dem Fiat Ducato Citroën Jumper Cosmos gibt. Aber nur so bringe ich so einen tollen Grundriss unter. Und wir zäumen das berühmte Pferd heute mal von hinten auf, weil das die Alleinstellung des Pössl Road Cruiser Revolution ist. Wir haben hier hinten ein elektrisch höhenverstellbares Bett. Das heißt, es ist eigentlich ein klassischer 6,36 Meter Grundriss, prinzipiell ausgelegt für große Menschen durch sehr viel Stehhöhe. Das messen wir aber gleich im Fahrzeug nochmal komplett. Und im hinteren Teil haben wir halt ein riesengroßes Bett, was man wahlweise als Längsbett oder wenn man die Dinger hier löst, auch als Querbett benutzen kann. Und das Ganze ist elektrisch höhenverstellbar. Damit ihr mal schon mal einen ersten Eindruck bekommt, hier ist einfach, achso, man muss es einschalten und dann kann ich einfach das Bett rauf und runter fahren. Von den Maßen, bevor ich es hochfahre, wir können ja erstmal mal gucken, wie groß das Ganze hier unterm Bett ist, haben wir, wenn das Bett in der unteren Position ist, fangen wir heute mal mit den Fakten an, 74,1 cm in der Höhe und Ladetiefe ja, knapp 1,70, 1,69 und ein paar zerquetschte. Das Ganze hat hinten eine gerade Schottwand sozusagen, das heißt der Raum ist überall gleich lang. Von der Aufteilung ist das Pössl typisch. Wir haben hier auf der linken Seite den Gaskasten für 2x11 Kilo Flaschen mit drin und dann haben wir davor noch ein bisschen Stauraum mit dabei und auf der rechten Seite den Frischwassertank und hier hinten auch ein bisschen Stauraum. Das, was jetzt hier noch verpackt liegt, wir brüsten das Fahrzeug ja noch mit allen Details aus, sind die Matratzenteile, die links und rechts hier am Auto sind. Die Bettenlänge, ich muss mal hier die Tür kurz ranklappen, dass wir hier von der Innenseite der Tür habe ich auf der Fahrerseite 1,97 knapp und hier, sehr unhöflich euch den Rücken zuzudrehen, auf der Seite haben wir 1,91,5, also ein etwas kürzeres Bett. Wer jetzt sagt, die Bettenmaße sind mir ein Tick zu klein, dem sei das Video vom Road Cruiser XL ans Herz gelegt, das blenden wir euch oben auch nochmal mit ein. Das ist ein Auto, was die gleichen Außenmaße hat, was Pössl aber ganz konsequent auf ein großes, langes Auto auslegt für große Menschen mit Betten von deutlich über 2 Meter Größe. Wer jetzt von euch etwas mehr zuladen will, wir haben Kunden, die haben da ein Motorrad drin, wir haben viele Leute mit E-Bikes oder einfach Leute, die viel Stauraum brauchen, kann das Bett hochfahren. Das Charmante an diesem Bett ist,
Ihr könnt das auf jeder Höhe benutzen. Das hat da hinten zwei feste Laufschienen und dadurch, dass das hier wie an richtigen Anschnallern gelagert ist, kann das nicht runter. Das heißt, ihr könnt das in jeder Lage benutzen. Ich war zum Beispiel vor 3 Jahren, hatten wir mal einen Sommer in Road Cruiser Revolution. Da haben wir die Situation so gehabt, dass mein Sohn vorne in der Sitzgruppe geschlafen hat und wir für meine Tochter einfach unser normales Reisebett hier unten drunter aufgestellt haben und für meine Frau und mich so eine mittlere Höhe gehabt haben. Und dadurch ging das alles. Also es ist ein sehr, sehr unterschiedlich zu nutzendes Auto. Ich fahre euch das Bett mal in die oberste Position. Da ist auch ein Endanschlag, da kann man in dem Sinne nichts verkehrt machen. Zack, da ist dann zu Ende. Das ist die obere Position. Gemessen haben wir hier 1,50 Höhe. Das heißt, man kann sogar auch als großer Mensch wirklich dann zwar leicht gebückt, aber gut hier reingehen. Und wenn ich irgendwo mal in die Serviceklappen zum Frischwassertank gucken will, komme ich hier wunderbar mit ran und kann eben hier alles toll drin lagern. Wenn du einmal guckst, weil das sind die Perspektiven, die ihr in den Prospekten nie zu sehen bekommt. Und ich habe ehrlicherweise auch lange nicht mehr reingeguckt. Wir haben hier einmal Stauraum. Das ist ganz clever gelöst. Das ist das Bordwerkzeug vom Fiat, was bei den meisten Autos einfach rumfliegt. Das hat hier seinen festen Platz. Und in der Klappe davor haben wir nochmal eine Art Kleiderschrank oder einfach einen sehr, sehr großen Stauraum. Also insgesamt, ich meine, wir stehen jetzt hier zu zweit unterm Bett. In welchem Stauraum konnten wir das bisher schon mal? Ja, die Frage ist, braucht man sowas? Ist das für euch eine spannende Sache? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr sagt, super, ich bin total geflasht von so einem elektrisch höhenverstellbaren Bett. Das sollte jeder Hersteller haben und es sollte es auch in anderen Grundrissen geben. Oder ob ihr eher sagt, nö, ich weiß sowieso, was ich mitnehme. Das Rauf- und Runterfahren habe ich gar keine Lust zu. Würde mich mal interessieren, damit wir das den Herstellern dann auch weitergeben können. Wenn das Bett in der oberen Position ist, haben wir hier, also wir haben hier eine Laderaumbreite unterm Bett von 1,15 und hier im oberen Bereich, wenn wir wirklich Außenwand nehmen, da wo es am breitesten ist, 1,95. Es wird natürlich durch den Fensterrahmen und solche Dinge ein bisschen eingeschränkt. Wer das Auto regelmäßig mal zu viert benutzen will, zum Beispiel sagen wir, einfach in zwei verschiedenen Generationen, da gibt es auch ein Zusatzbett. Dafür sind hier die Aufnahmen schon da, werden einfach Querlatten reingelegt. Und dann gibt es ein Lattenrost, was man reinhängen kann. Und dann hat man hier unten ein riesengroßes Doppelbett und ein zweites vollwertiges Doppelbett da oben. So, grundsätzlich ist das Bett jetzt natürlich sehr hoch. Ihr habt ja unterm Bett schon die zwei Leitern liegen lassen. Ich habe eben schon ein bisschen vorgearbeitet und habe hier gemessen. Hier zwischen den Schränken haben wir etwas über einen Meter. 1,2 Meter, 1,3 Meter. Also das ist eher ein sehr breites Einzelbett. Und in der Höhe, da ist natürlich auch nicht mehr so viel Raum, haben wir jetzt hier, was mag das sein? Ja, etwas mehr als 40 cm. Das ist aber ja eben auch jedem selbst überlassen. Ihr könnt ja wirklich das Bett auf jeder Höhe benutzen. Das ist jetzt die absolut oberste Position. Bei den meisten Leuten ist tatsächlich eher die Situation, dass diese Autos zu zweit genutzt werden und man dann eben, wenn man viel Stauraum hat, das Bett so auf so einer halben Höhe lässt und dann eben viel Stauraum unterm Bett hat, gerade so E-Bikes stehend gut transportieren kann und trotzdem da oben drüber ein großes Bett hat. So, jetzt lasst uns noch mal ein bisschen von außen den Wagen genauer unter die Lupe nehmen, was der Wagen jetzt hier Serie hat und was er nicht Serie hat. Und dann gucken wir noch mal drin, genau wie es hier vorne bei mir aussieht. So wie der Road Cruiser XL von Purcell hier vor euch steht, ist das die Außenfarbe Grigio Campovolo, also Campovolo Grau. Und im Prinzip steht er serienmäßig vor euch. Er hat ja serienmäßig das Maxi-Chassis mit dabei. Das haben bei Purcell die hohen Autos ja immer. Das Einzige, was ihr separat bestellen müsst in diesem Fall, ist zum einen das Toilettenraumfenster, das wir hier haben. Und was ebenfalls nicht Serie ist, ist, dass wir hier Rahmenfenster verbaut haben. Das heißt, das sind die Seitz S7 Rahmenfenster. Da wären normalerweise die normalen vorgehängten Fenster. Grundsätzlich haben wir hier die Toilettenklappe, einfach um das nochmal ins Gedächtnis zu holen, was ich total praktisch finde mit den Magneten. Übrigens auch vielen Dank für den Tipp unter dem letzten Video. Ich hatte ja da gesagt, einer der Wermutstropfen, wenn ich eine Sogentlüftung hier drauf mache, ist, dass das oben mit dem Magneten nicht mehr hält. Da hat jemand unter das letzte Video geschrieben, dass er einfach einen Neodym-Magneten genommen hat, den hier drauf oder unter die Verkleidung geklebt hat und damit den größeren Abstand retten konnte sozusagen. Probiert das mal aus, vielleicht hilft euch das ja auch. Das ist ja auch immer schön, wenn unter den Videos so ein bisschen Austausch stattfindet. Den Wagen haben wir jetzt hier mit der Truma Dieselheizung bestellt. Das kann ich bei den D-Line-Autos bei fast jedem Wagen machen. Und das ist oft auch ein Grund,
warum ihr euch für D-Line-Autos und zum Beispiel nicht für ein Summit entscheidet, weil wir eben hier die Dieselheizung mit dabei haben. Und dann haben wir die ganz normale Stromaußensteckdose und wie das jetzt bei den Autos ist, einfach, wir haben noch nie richtig reingeguckt. Dieseltank, die haben ja inzwischen alle 90 Liter und darunter den Einfüllstutzen für den AdBlue-Tank. Jetzt gucken wir noch mal kurz rüber auf die andere Seite, da habe ich nämlich auch noch eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen will. Und zwar ist das einmal von vorne ganz normale Schnauze, so wie er ist. Ist natürlich ein hohes Auto, aber ich finde mit den Streifen an der Seite ist das durchaus ein bisschen aufgelockert. Auf der anderen Seite serienmäßig haben wir bei allen D-Line-Autos die Trittstufe, die ist 70 cm breit. Und dazu haben wir serienmäßig auch die Zuziehhilfe. Das heißt, wie aus den anderen Pössl-Videos bekannt, wenn ihr jetzt leise die Tür schließen wollt, kann man einfach zum Auto hingehen. Und im Prinzip müsst ihr nur den Kontakt schließen und dann zieht sich das Ganze ganz von alleine ran. So, spannend ist aber, wie es hier hinter der Tür ist. Und da gehen wir jetzt mal hin und gucken. Viel Spaß! Ja, der größte Aha-Effekt, wenn man in Road Cruiser Revolution oder auch in Road Cruiser XL einsteigt, ist, dass man hüpfen kann. Es wackelt alles vielleicht ein bisschen. Das Verwackeln ist in dem Fall nicht Chris, sondern meiner Gewichtsklasse zu schulden. Aber auch nochmal, auch auf die Gefahr hin, euch zu langweilen. 1,92 Meter Körpergröße plus Schuhe an, plus minus schlechte Haltung, plus eine ganze Hand da oben drauf. Wir haben hier eine Wahnsinns-Stehhöhe. Der Prospekt, das habe ich eben nachgeguckt, sagt 2,13 Meter. Kann man das sehen? Ja, vielleicht. 2,13,6 Meter, ich kann es euch verraten. Also auf dem Zentimeter exakt mit dem Prospektmaß übereinstimmt, ist ja auch immer wieder eine schöne Bestätigung. Das, was ihr hier grundsätzlich seht, ist das Holzdekor Elegance, das heißt dieses gräuliche Holz mit den hochglänzenden weißen Klappen und den Chromgriffen. Das Ganze haben wir hier gepaart mit dem Polsterstoff. Jetzt muss ich doch schummeln, damit ich keinen Quatsch sage. Marais oder Marais, ich weiß nicht, ich nenne es Marais. Das, so wie es hier steht, ist die Serienkonstellation, wie die Elegance-Autos kommen. Das ist so eine Art Kunstleder hier, auch auf den Armlehnen. Und hier in der Mitte ist das so ein bisschen gröberer Stoff. Ich finde, das harmoniert hervorragend. Damit man auch zu viert in der Sitzgruppe gut sitzen kann, haben wir hier den Alternativtisch mitbestellt, den ich rumschwenken kann. Und wir messen heute mal Tischmaß von der anderen Seite. Die gesamte Länge, wir haben hier ja, gute 1,21 und die Spitze von dem Originaltisch ist hier knappe 91. Der ganze Tisch selber ist 55 cm breit, also ein richtig amtlicher Tisch. Und ich räume hier mal ganz kurz den Platz ein bisschen frei, wenn ich mir das so angucke. Damit normalerweise sitze ich ja eher da drüben. Jetzt kann ich den Tisch noch ein bisschen rübernehmen. Ich kann halt hier wirklich perfekt am Tisch sitzen. Kann also auch, wenn man mal Gäste mit dabei hat, hier wunderbar sitzen. Und genauso kann ich, habe ich zusätzlich, auch wenn mir die Fläche jetzt zu klein ist für ein Glas, hier nochmal die Abstellfläche. Die ist nicht riesengroß, aber mit 36 mal 27 durchaus so, dass für mein Gin Tonic, den Behälter mit dem Eiswürfel, das Tonic Water und den Gin, das passt hier ganz genau hin. Und vielleicht noch die frische Bio-Zitrone, wo man so eine kleine Zeste von abschneiden kann. Das Ganze kann ich mir dann gut vorstellen, wenn man hier sitzt und vielleicht nicht auf die Wand meiner alten Grundschule guckt, sondern da stellt euch vor, das ist das Meer. Das ist bestimmt wunderschön. Grundsätzlich ist hier drin aber wunderschön. Ich stelle mal den Sitz noch ein bisschen weiter runter, dann fühle ich mich noch ein bisschen wohler. Und dann passt auch das Verhältnis von Tisch alles noch ein bisschen besser. Auch hier auf dem Fahrersitz sitze ich super komfortabel, um euch gleich mal hier mit den Fakten zu versorgen.
Wir haben hier unser Referenzmaß einmal an der oberen Kante, 1,18 Meter zur Nasszellenwand. Und auf Tischhöhe von der Lehne bis hier unten haben wir gute 99 cm. Das heißt, es ist auch hier eine normale normale Sitzgruppe, wo man wirklich komfortabel sitzen kann. Den Tisch könnt ihr auf der Schiene mehr oder weniger frei verschieben, so dass man es hier entweder sich hier sehr viel Raum machen kann und einen sehr guten Durchstieg haben kann oder ein bisschen mehr Raum. Auch wenn ich den Tisch in der vorderen Position habe, sind beide Sitze gedreht. Durch das Weggeschnittene hier vorne könnt ihr wunderbar von vorne nach hinten durchkommen. Serienmäßig ist bis auf die Farbgebung alles, was ihr hier seht. Also ich habe serienmäßig oberhalb der Sitzgruppe das große Midi-Heki mit 70 x 50 cm. Wir haben hinten über dem Bett noch zusätzlich ein 40 x 40 Heki. Wir haben serienmäßig hier die Beleuchtung mit der Lichtschiene. Das heißt, ihr könnt zum einen noch einen Lesespot zusätzlich mit einklippen oder auch zusätzliche USB-Steckdosen. Und bei dem Wagen haben wir jetzt zusätzlich zu den serienmäßigen Steckdosen noch das Elektropaket 1 bestellt. Das heißt, er hat hier eine 230 Volt und eine Doppel-USB-Steckdose, die auch, da steht jetzt nur 5 Volt drauf, da steht gar nicht, wie viel Leistung die haben. Und in dem Elektropaket 1 bekommt er hinten im Bettbereich nochmal 230 Volt und Doppel-USB. Wenn wir schon beim Thema Steckdosen sind, serienmäßig habt ihr im Road Cruiser Revolution, wenn ich mich recht entsinne, genau unterm Tisch auch noch einmal, das sind 230 Volt. Und die letzte serienmäßige Steckdose ist die im Küchenblock, da unter dem Lichtschalter. Da sind auch nochmal 230 Volt. Und so hat man eigentlich, wenn man das Elektropaket nimmt, wirklich vorne, Mitte, hinten 230 Volt, ganz vorne, ganz hinten Doppel-USB. Und wenn euch jetzt noch irgendwas fehlt, zum Beispiel, ich sag mal, Ladesteckdosen für E-Bikes, dann machen wir euch einen schicken Wechselrichter rein, dass ihr während der Fahrt laden könnt. Da beraten wir euch dann und gucken, wie viel Leistung muss ein Wechselrichter haben, damit er euren Ansprüchen gerecht wird. Und da geht es wirklich los bei 100 Watt für Kleinstgeräte und hört auf bei 1800, 2000 Watt irgendwo in der Größenordnung, wenn man ganz viel Leistung braucht. Dass wir die passenden Batterien und alles für euch mit abstimmen, ist in dem Augenblick selbstredend. Und gerade hier achten wir bei der Wahl der Batterien so ein bisschen nachher auch nochmal auf Gewichte. Deswegen denkt nochmal dran, Kanal zu abonnieren. Wir werden einen zweiten Teil von diesem Video später machen. In dem werden wir den Wagen auch über die Waage fahren und dann mit euch mal genau auseinanderdröseln, ob die Zuladung, so wie Pössl sie im Prospekt angibt, auch wirklich stimmt oder ob man noch irgendwelche Maßnahmen ergreifen kann. Nur fürs Protokoll, ich stehe nicht auf dem Fußboden, ich stehe auf dem Tischpodest und ich habe trotzdem noch deutlich Raum über mir. So komme ich aber dafür auch perfekt an alles an. Wir haben das normale Pössl-Bedienteil, da könnt ihr euch angucken, wie voll Abwasser, Frischwasser und die Batterien sind. Stromversorgung 230 Volt und auch die Batteriespannung. Dann hat dieser Wagen hier das optionale Winterpaket mit dabei. Das heißt, er hat auch einen beheizbaren Abwassertank, eine zusätzliche Isomatte hinten und auch der Abwassertank selber ist zusätzlich isoliert. Wir haben das CP Plus Bedienteil, wo man Boiler, Heizung und alles drüber steuern kann. Und was wir bei den hohen Autos haben, hier immer noch ein kleines Fach, in dem Fall hier mit einer zusätzlichen USB-Steckdose. Stauraum ist ja bei so einem Auto eh kein Thema. Ihr habt zum Beispiel auch hier, da muss man einfach nochmal einen Blick reinwerfen. Ich nehme mal kurz die Isomatte raus, dass du wirklich sehen kannst, wie groß das ist. Wir haben hier wirklich einen richtig großen Stauraum. Da kann man hier Arm nach ganz hinten und ist wirklich von ganz links nach ganz rechts. Also wirklich ein Stauraum. Als wir damit unterwegs waren, für mich ist das ein Zauberfach, was alles, was sperrig ist und nervt. Ich meine, guckt euch die riesen Isomatte an. Die verschwindet einfach da drin. Da haben wir so Wolldecken, Saunahandtücher und so dieses ganze Zeugs, was man dabei haben will, braucht das vielleicht nicht das richtige Wort, was man dabei haben will, was irgendwie griffbereit sein muss, aber trotzdem nicht nerven soll. Ansonsten haben wir in der Sitzgruppe, wenn wir beim Thema Stauraum sind, hier oben zwei große zusätzliche Stauräume. Dieser Wagen, das seht ihr dann im nächsten Video, kriegt noch eine Sattanlage mit Fernseher hier auf der Wand. Deswegen ist hier dieser Ausschnitt dazwischen, damit man auch vernünftige Fernseher bekommt und bei den hohen Fahrzeugen eben auch die ganzen offenen Ablagen darunter. Das hier würde ich sagen ist alles Wohn. Direkt gegenüber haben wir die Küche, die ganz normale, ausgereifte Super-Pössl-Küche ist. Wir haben einen normalen Zweiflamm-Gaskocher mit dem Piezo-Zünder mit dabei. Wir haben ein normales Waschbecken. Da hat mich neulich jemand auch nach dem Maß gefragt. Dann gucken wir doch mal, was haben wir hier? 35. Mal 27, ist jetzt nicht ultra tief, aber so 12 cm sollte das haben und man kriegt es halt gut unter den Tisch gestellt.
Oben normale Staufächer und unten drunter einmal Besteckschublade. Das ist durchs Waschbecken natürlich blind. Und dann die zwei typischen Pössl-Schubladen. Das übrigens hier, da ist immer ein zweischneidiges Schwert. Das soll möglichst auf Spannung sein, damit es nicht rappelt. Es kann sein, ich versuche das mal zu provozieren, genau, dass der da hängen bleibt. Wenn die da mal hängen bleiben, einfach neben dem Schloss ein bisschen entlasten, dann kann das Schloss wunderbar aufmachen. Dann habt ihr da, braucht man da nicht dran ziehen. Und ganz unten drunter die große Schublade, die auch richtig schön tief ist, dass man da auch große Töpfe reinbekommt. Mit so 26, 27 cm Ladehöhe. Direkt rechts an den Küchenblock anschließend haben wir hier oben den Kühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank von Tedford. Der hat natürlich auch eine Nachtabsenkung und da passt, glaube ich, alles rein, was man braucht. Ihr habt vorne oben ein relativ kleines Gefrierfach, das eher für Eiswürfel und solche Dinge. Hier zwei kleine Gemüseschubladen. Man kann alles lagern, was man da drin lagern will. Zum Beispiel eine Zusammenstellung der Preise. Was kostet eigentlich ein Pössl Road Cruiser Revolution, so wie er hier steht? Wir haben jetzt ganz bewusst die Dinge, die wir später montieren, noch nicht mit dabei. Das heißt, die Preise sind jetzt wirklich für das Auto so, wie es jetzt hier vor euch steht. Wir haben hier einen Road Cruiser Revolution mit 160 PS, Fiat mit der großen 9-Gang-Automatik, Pössl-seitig das All-In-Paket, all diese Dinge mit dabei, Elektropaket 1 für den Aufbau, Elektropaket 2, das ist diese zusätzliche USB-Steckdose, Dieselheizung, Winterpaket, das CP-Plus-Bedienteil, Rahmen, Fenster, eine Radiovorbereitung, Tempomat, Unterfahrschutz, Lederlenkrad, das Außenfenster für die Toilette. Wenn ich das alles mit zusammennehme, habe ich am Ende eine Summe der Listenpreise, so wie er hier steht, von knapp 59.000 Euro. Da machen wir euch sicherlich einen fairen Preis zu, aber das ist so die Konfiguration dieses Autos. Grundpreis für den Wagen ist ungefähr 47.000 Euro, dass man einfach eine Idee dafür hat. So, das kühlen wir jetzt wieder schön im Kühlschrank. Schauen uns an, was wir hier drüben noch können. Zum einen haben wir unterhalb des Kühlschranks einen echten Kleiderschrank, in dem man da wunderbar auch Dinge zum Hängen reinpacken kann. Das wird ja immer weniger bei den Fahrzeugen, weil die so ein bisschen mehr auf Raumgefühl setzen und weniger auf Stauraum. Und durch das Raumbad, was wir haben, Raumbad heißt bei Pössl ja, dass die Dusche im Gang ist. Ich stehe jetzt noch auf dem Holz. Zum Duschen würde man das natürlich noch rausnehmen. Wir brauchen hier, glaube ich, die Stehhöhe nicht mehr messen, weil einfach klar ist, dass es für jeden reichen wird, der irgendwie Wohnmobil fahren kann oder will. Durch das Raumbad geht die ganze Nasszelle, wenn ich sie nicht benutze, macht sie sich etwas kleiner an der Seite und dadurch bringe ich den Kühlschrank auf Augenhöhe. Bei allen anderen habe ich den ja eher tiefer oder vorne auf der Stirnseite des Kühlschranks. Wenn ich jetzt die Nasszelle benutzen will, und das ist ja der Kniff an dem ganzen Thema, beziehe ich quasi den Flur in die Nasszelle mit ein und habe damit einfach richtig viel Bewegungsfreiraum. Und auch wenn ich mich auf Toilette setze, was stand unter dem Video neulich dran? Die Premium-Pinkel-Position, eine super gute Position, wo ich einfach komfortabel, gemütlich sitzen kann, Beinfreiheit ohne Ende habe, also wirklich ein Auto, was konsequent für große Menschen ausgelegt ist. Wer übrigens mehr Autarkie anstrebt, schaut euch einfach nochmal unser Video vom Road Cruiser Revolution an, wo wir eine Trockentrenntoilette eingebaut haben. Das verlinken wir euch oben in der Ecke jetzt auch nochmal. Da kriegt ihr nochmal ein paar Eindrücke vom Revolution, aber eben auch, wie man die Toilette hier umbauen kann. Wenn ich will, kann ich die Duscharmatur nehmen und kann die auch durch das Fenster, was ich hier habe, nach außen führen und kann eben auch hier draußen duschen. Wer sagt, da habe ich keine Lust zu, dem bauen wir natürlich gerne auch eine Außendusche ins Fahrzeug ein. Oben drüber, viel Stehhöhe geht meist einher mit viel Schrank. Ich glaube, da schlagen einige Herzen höher. Da kriegt man auf jeden Fall viel rein und kann den Stauraum richtig gut nutzen. Und auch unter dem Waschbecken haben wir hier unten, und dann haben wir, glaube ich, heute wirklich mal wieder ganz ausführlich jede Schranktür offen gehabt für Toilettenpapier, Handtücher und sonstiges mit alles mit drin. Wenn ihr jetzt hier duschen wollt, dann kann man einfach die zweite Lamellentür noch mit dazu nehmen und dann ist das Ganze hier geschlossen und jetzt habe ich richtig viel Lebensraum und es ist keine richtige Duschkabine, aber zu
zur Toilette hin habe ich den Duschvorhang, der auf der Seite fest eingeknöpft wird. Und so kann ich hier wirklich vernünftig drin duschen, habe aber gleichzeitig so ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum, weil ich eben nicht direkt gegen eine Wand stoße. Ja, haben wir an alles gedacht? Ich weiß es nicht genau. Wenn wir was vergessen haben, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich es rechtzeitig lese, wir machen ja noch ein zweites Video, können wir das in dem nächsten Video zu diesem Fahrzeug nachholen. Da zeigen wir euch dann eben Sattanlage, Solaranlage und alles, was wir sonst noch so einbauen. So kriegt ihr dann einen richtig guten Eindruck. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, denkt dran, einen Daumen hoch dazulassen. Bis bald bei uns in Stove oder im nächsten Video. Alles Gute!